Ja, vielen Dank, Andreas. Machen wir den letzten Block noch fertig. Da geht es heute um die Bemessung oder um den Schwingungsnachweis einer Holzbeton-Verbunddecke. Hier sehen Sie quasi diese Decke abgebildet. Habe ich ja letztes Jahr schon ein kleines Beispiel gemacht, auch aus den Erläuterungen zu DIN 1052, aber heute oder dieses Mal mit Flächenelementen. Also sprich, wie kann man diese Holzfläche mit der Betonfläche koppeln, nachgiebig vor allem. Und genau, möchte dann zeigen, wie dadurch oder damit der Schwingungsnachweis gemacht wird und vergleicht dann die Ergebnisse quasi mit der Literatur. Okay, also ganz kurz, 8 mal 12 Meter, Spannweite ist 8 Meter. Wir haben hier E-Modul vom Holz von 10.000, Beton von 30.000 Newton pro Quadratmillimeter, 20 Zentimeter Holz, 10 Zentimeter Beton. Und die Nachgiebigkeit ist jetzt in dem Fall mit 1, oder mit 1720 Meganewton pro Kubikmeter definiert. Die Dämpfung beläuft sich auf 1,5%, beziehungsweise wurde die so in diesem Beispiel auch gerechnet. Okay, dann schauen wir mal, ob wir in FM identische Ergebnisse rausbekommen und zeige Ihnen, wie dann spezielle Nachweise Schwinggeschwindigkeit, Schwingbeschleunigung in FM funktionieren. Okay, ich starte durch mit einer einfachen Fläche, die soll 200 Millimeter stark sein. Als Material, C24 hat sie hier voreingestellt, der hat aber 11.000 Newton pro Quadratmillimeter. Ich wähle jetzt hier einfach einen C22 aus, der hat auch die 10.000 Newton pro Quadratmillimeter, wie in der Literatur angegeben. Auch hier möchte ich wieder ein orthotropes Materialverhalten. Andernfalls kann ich das ohnehin nicht rechnen. So, also sprich in X-Richtung die 10.000 und dann EY sind jetzt hier mit 330 angegeben. Können wir so lassen, können wir auch zu Null setzen, weil es ohnehin keinen großen Einfluss hat. Aber in der Literatur wurde es natürlich auch nicht berücksichtigt. Deswegen mache ich es jetzt hier auch raus. Okay, soweit so gut. 200 Millimeter und dann erstelle ich diese Fläche 8 mal 12 Meter. Genau, kontrolliere nochmal. Das sind 8 Meter und das sind 12 Meter. Okay, so, jetzt geht es darum, wir brauchen die Betonfläche noch. Deswegen kopiere ich die jetzt einfach hier nach oben. Also von Systemlinie zu Systemlinie sind wir quasi 0,2 halbe plus 0,1 halbe. Also kopieren wir die jetzt einfach hier um minus 0,15 Meter nach oben und ändern hier auch das Material. Also sprich, ich erstelle ein neues Material. Beton und wähle jetzt hier einen Beton aus mit 30.000 Newton pro Quadratmillimeter. In dem Fall der Beton C2025. In dem Fall habe ich wieder isotropelastisches Material. Stelle jetzt hier deswegen auch auf eine Standardfläche um und definiere hier 100 Millimeter. Okay, wenn wir uns jetzt quasi das volle Modell anzeigen, inklusive der Flächendicken, dann kann man schön erkennen quasi, wie jetzt hier, dass die quasi jetzt genau, wo die Holzfläche aufhört, quasi dann direkt die Betonfläche beginnt. Okay. Dann müssen wir uns mal darum kümmern, wie koppeln wir jetzt diese Flächen. Da gibt es zwei Methoden, zeige ich Ihnen beide. Methode 1 ist mittels Kontaktvolumen und Methode 2 ist mittels Flächenfreigaben. Also in dem Fall mal fange ich an mit dem Kontaktvolumen. Ich selektiere beide Fläche und sage hier, erstelle mir einen Kontakt aus diesen beiden Flächen. Ein Kontaktvolumen aus diesen beiden Flächen. Das hat er auch gemacht nun. Also wenn wir hier reingehen, gibt es jetzt hier diesen Volumenkörper. Genau, Volumenkörpertyp Kontakt und die Kontaktflächen sind Fläche 1 und die Fläche 2. Passt soweit. Senkrecht zu den Flächen sage ich volle Kraftübertragung und parallel zu den Flächen, da möchte ich jetzt hier diese Nachgiebigkeit von 1000, schauen wir nochmal schnell nach, 1720 Meganewton. 1720, 1, 2, 3, um es in Kilonewton pro Kubikmeter zu haben. Und sage hier, okay, somit habe ich quasi diese Nachgiebigkeit jetzt definiert. Dann
brauchen wir natürlich noch eine Lagerung. Ich mache es hier wieder genauso wie, so, wie vorhin in dem Beitrag, damit ich hier keine Zwängungen und nichts kriege und alles sauber gelagert habe. Definiere ich jetzt hier einfach in X- und Y-Richtung eine kleine Feder. So, einmal hier, einmal hier. Und als Masse hatten wir hier 5, oder 595 Kilogramm beziehungsweise 5,95 Kilonewton pro Quadratmeter. Ich stelle jetzt hier einen Lastfall. Den nenne ich jetzt einfach mal Masse. Eigengewicht nehme raus, die ist schon in der Last mit drin und springe jetzt hier die 5,95 Kilonewton pro Quadratmeter auf. Okay, dann FE-Netz können wir nochmal ein bisschen verfeinern, 0,5, machen wir hier einfach wieder 0,2. Ich denke, das ist ausreichend. Ja, und lassen uns einfach mal die Ergebnisse berechnen. Wir schauen schon mal in der Zwischenzeit, was in den Erläuterungen rauskommt. Also Durchbiegungsnachweis hier 9,5 mm größer 6 mm. Also die bekommen 9,5 mm raus. Wir schauen mal, was in der FEM-Berechnung rauskommt. Okay, ich bekomme jetzt hier ja Verformungen von 9,8 und in der Mitte 9,5. Ja, die Verformung hier am Rand wird größer, einfach dadurch bedingt, weil im Beton eine Querdehnung berücksichtigt wird oder für den Beton eine Querdehnung berücksichtigt wird. Das deaktiviere ich jetzt einfach, indem ich die Querdehnung zu Null setze. Ändert sich zwar leicht das Schubmodul, aber bei der Dimension hat dieser ohnehin keinen Einfluss auf die Verformungen. Okay, rechnen wir das Ganze nochmal durch, also 9,6 Millimeter. Ja, kriegen wir jetzt auch direkt in unserem FEM-Modell. Somit haben wir da eine super Übereinstimmung. In den Erläuterungen wurden diese 9,5 Millimeter mittels des Schubanalogieverfahrens berechnet. Genau. Hier ist die Aussage noch, okay, Verformung größer 6 Hertz, daraus folgt automatisch die Eigenfrequenz größer 7,2 Hertz. Was das für eine Bewandtnis hat, zeige ich Ihnen hier kurz auf unserer Internetseite unter Support und Schulungen, die Wissensdatenbank. Viele werden sie schon kennen. Und dort gebe ich jetzt einfach mal hier den Ausdruck Schwingungsnachweis an und lasse mir die Ergebnisse anzeigen. Genau, da gibt es jetzt hier auch diesen vereinfachten Schwingungsnachweis, hier genannt wird. Da gibt es hier drin dieses PDF-Dokument und je nach Abhängigkeit des statischen Systems gibt es hier ja, Formeln bzw. Korrekturwerte, die Sie berücksichtigen müssen. Also wir haben den oberen Fall, einen Feldträger und dort ist das Limit von, in dem Fall für den Eurocode 8, für 8 Hertz bei 4,9 Millimeter würde man jetzt hier in diese Gleichung die 7,2 einsetzen, würde man genau auf diese 6 Millimeter kommen, die jetzt quasi hier vorausgesetzt werden. Also wir wissen jetzt schon anhand der Aussage, dass die Eigenfrequenz, Moment, ist glaube ich hier ein kleiner Fehler drin. Ja, ist, aber egal, muss ich dann noch ausbessern. Okay, also 9, 6 Millimeter kriegen wir hier Verformung. Dann ja, bastle ich das gleiche System, dann können wir das immer gleichzeitig betrachten für das Kontaktvolumen und für das, für die Flächenfreigabe. Also hierfür packe ich mir jetzt einfach die Betonfläche und gleich noch die Belastung und kopiere die hier rüber. Okay. So, dann geht es wieder darum, diese zweite Fläche, in dem Fall die Holzfläche zu generieren. Hierfür nutze ich diese Flächenfreigaben, wie ich es vorhin auch mit den Linienfreigaben gezeigt habe. Also neue Flächenfreigabe. Hier wähle ich aus, die Fläche 1 möchte ich freigeben und der Typ soll sein, ja, in dem Fall X-Richtung und Y-Richtung. In dem Fall auch wieder die 1720, 1, 2, 3 und das gleiche auch für die Y-Richtung. Man sieht schon der Vorteil bei der Flächenfreigabe, ich kann die beiden Richtungen X und Y separiert betrachten. Also ich kann hier unterschiedliche Werte definieren. Das kann ich beim Kontaktvolumen nicht. Das ist jetzt der Vorteil. Aber um jetzt die gleichen Ergebnisse zu kriegen, mache ich es jetzt hier genauso wie beim Kontaktvolumen. Okay. Okay. Dann sehen wir schon,
kriegen wir hier eine weitere Fläche. Das ist hier jetzt die, ja, Nullfläche, die erstellt oder generiert wurde. Und der weise ich jetzt einfach, im Fall orthotrop, das Material Nummer 2 zu. Die Dicke muss ich noch kurz auf 200 mm ändern. mm. Okay. Und damit wir quasi die Steineanteile aktivieren, setze ich die Betonfläche hier noch um die 150 mm exzentrisch nach oben. Genau. Und somit haben wir jetzt hier das allergleiche Modell erstellt. Ich brauche natürlich noch eine Lagerung. Da wähle ich wieder dieselbe Lagerung wie vorhin. Dem Fall auf die generierte Linie. Das ist die der Holzfläche. Okay, und somit habe ich auch das zweite Modell mit der Flächenfreigabe fertig. Wir vergleichen mal die Verformungen in dem Fall. Und die sollten dann doch identisch sein, beziehungsweise leichte Abweichungen. Also schauen wir nochmal rein. 9,5 mm waren gefordert und hier haben wir 9,6 mm, beziehungsweise 9,47 mm bei der Flächenfreigabe. Also ein klein wenig unterschiedlich ist das Ergebnis, weil es einfach zwei verschiedene Verfahren sind. Aber ja, die Übereinstimmung ist trotzdem sehr gut. Okay, dann haben wir einmal die Verformung hier verglichen. Gehen wir wieder zurück, schauen wir uns an. Okay, Eigenfrequenz wird errechnet mit 5,87 Hertz. Ja, schauen wir uns die Eigenfrequenz an. Dazu brauche ich das Dynam-Modul, Dynam Pro. Damit kann ich mir ja die Eigenschwingungen, quasi die Eigenformen mit den zugehörigen Eigenfrequenzen ermitteln lassen. Massenfälle, in dem Fall wähle ich jetzt hier die komplette Masse aus Lastfall 1 aus. Und die Massen sollen jetzt hier einfach nur in Z-Richtung wirken. Genau, weil ich einfach sonst einen Haufen sehr viele Eigenformen in XY-Richtung kriegen würde, weil die ja natürlich nur mit der kleinen, die Auflage in der, weil die ja in der, mit den kleinen Federn nur gelagert sind. Okay, dann berechnen wir das Ganze mal und schauen uns mal die Eigenfrequenzen an. Also 5,87 Hertz kommen aus der Literatur. Wir schauen uns mal an, was bei uns herauskommt. Ergebnis kriegen wir jetzt dann direkt in der Tabelle ausgegeben. So, also schauen wir noch mal rein. 5,87 zu ja 5,775 beim Kontaktvolumen und 5,81 bei der Flächenfreigabe. Also auch hier beide Male ja super Übereinstimmung. Das passt soweit. Gehen wir einen Schritt weiter. Es ist noch gefordert, je nach Verfahren, natürlich muss ich jetzt dazu sagen, also das ist jetzt das Verfahren, so wie es in den Erläuterungen zu DIN 1052 ja vorgegeben ist. Wenn Sie natürlich da anderes Verfahren anwenden wollen, nach Hamm zum Beispiel, müssen Sie ja ein bisschen andere Grenzwerte beachten. Zum Beispiel jetzt hier für Steifigkeitskriterium wird bei Hamm mit 2 kN gerechnet. Aber machen wir es hier einfach genauso. Also 0,083 Millimeter. Wir bringen das Ganze jetzt hier als ein Last auf diesen Kilonewton, erstellen einen neuen Lastfall. Den nennen wir jetzt einfach Einheitslast. Und ich erstelle kurz hier einen Knoten zwischen den zwei anderen Knoten. Ergebnisse müssen natürlich gelöscht werden. Und dasselbe hier an der Stelle. Bringt dann diesen 1 kN auf die Struktur auf. Ja, und lasse das Ganze wieder berechnen. Ich kriege jetzt hier eine Fehlermeldung bezüglich des Kontaktvolumens. Hier müssen Sie immer aufpassen beim Kontaktvolumen. Da gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss. In dem Fall ist es so, dass quasi das FE-Netz auf beiden Seiten identisch sein muss. Andernfalls kann das Kontaktvolumen nicht arbeiten. In dem Fall ist es nicht identisch, weil halt der Knoten oben in der Fläche integriert ist, aber unten ist kein Knoten. Option 1 wäre, diesen Knoten einfach noch nach unten zu kopieren oder in dem Fall noch besser, einfach
die Flächen umdrehen. Also hier wählen Sie dann in dem Fall die 2 aus und als Fläche B die 1, weil die Fläche A hat immer höhere Priorität. Also alles, was in Fläche A ist, wird intern quasi automatisch in Fläche B mit berücksichtigt. Okay. Also 0,083 Millimeter zu unserer Verformung. In dem Fall haben wir hier 0,07, sagen wir jetzt einfach mal. Ja, der Unterschied kommt einfach daraus. Analytisch wird das Ganze einfach wie ein Einfeldträger berechnet mit einer effektiven Breite von 2,80 Meter oder 3,80 Meter, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Und ja, deswegen kommen da ein bisschen andere Ergebnisse jetzt raus. Also sprich, würde ich jetzt diese Fläche hier oder diese Struktur auf 3,80 Meter, so wie es die berechnen, zusammenschieben und würde die Knotenlast noch als Linienlast verschmieren, würde ich aufs Allergleiche kommen. Also da ist dann die Berechnung relativ auf der sicheren Seite mit den analytischen Gleichungen. Okay. Also das können wir soweit auch lassen. Ja, und jetzt geht es natürlich darum, jetzt sind wir kleiner 8 Hertz. Das heißt, ja, wir müssen noch besondere Untersuchungen machen. Der Eurocode 8 in dem Fall, Eurocode 5 in dem Fall, sagt uns natürlich hier nichts weiter aus. Der sagt nur, gesonderte oder besondere Vorkehrungen sind zu treffen, aber ja, definiert die nicht weiter. Hier gibt es dann entweder die Option, über diese Erläuterung das Ganze zu machen oder dann über das Verfahren nach Herrn Richter. Also kleiner 8 Hertz, sprich, ich muss meine Schwingbeschleunigung untersuchen und größer 8 Hertz muss ich die Schwinggeschwindigkeit untersuchen, wobei die Schwinggeschwindigkeit bei Nachweis nach Hamm überhaupt nicht untersucht wird, weil die allein über die konstruktiven Bedingungen mit abgedeckt ist, weil man festgestellt hat, dass der Nachweis der Schwinggeschwindigkeit auch bei relativ leichten Decken nicht berücksichtigt wird. Ich zeige es Ihnen trotzdem heute für beides noch. Okay, gehen wir rein in das Dynam-Modul. Und hier kann ich quasi ein, ja, Zeitdiagramm, ein Zeitverlaufsverfahren machen. Das ist genau das, was ich jetzt machen will. Also ich will quasi eine Modalanalyse von dieser Decke machen. Und hierfür, ja, brauche ich Zeitdiagramme. Ich wechsle mal in das Register Zeitdiagramme. Hier wähle ich jetzt einfach mal aus für die Resonanzuntersuchung. Ja, hier kann ich eine periodische Funktion angeben, die ich jetzt hier einfach berücksichtigen möchte, mit Omega und so weiter. Ja, jetzt ist die Frage, was muss ich hier eingeben? Also, viele gehen her und tippen hier einfach, ja, die Eigenkreisfrequenz von Gehen, also irgendwo 2 Hertz, 2,5 Hertz und mit 2 Pi mal f rechnen die das dann in Omega um. Aber wie schon quasi der Name sagt, Resonanzuntersuchung, ich darf natürlich nicht die Frequenz nehmen, mit der ich gehe, sondern ich muss die Frequenz nehmen, quasi in der Resonanz eintritt. Und das ist genau die Eigenfrequenz der Decke. Also sprich, ich muss mir das Ganze nochmal berechnen lassen, weil ich die Ergebnisse zwischenzeitlich wieder gelöscht habe. Und dann kriege ich vom Modul automatisch die, waren ja ungefähr 5,87 mal 2 mal Pi und würde dann die Eigenkreisfrequenz rauskriegen. Wir nehmen jetzt einfach die Eigenkreisfrequenz direkt vom Kontaktvolumen, spielt jetzt keine Rolle, kopieren die Zelle, gehen ins Modul rein und fügen den Wert hier ein. Verschiebung lasse ich 0 und Multiplikator, ich stelle ihn jetzt einfach mal auf 1. Mal schauen, was es ja damit noch auf sich hat. Also das ist jetzt unsere periodische Funktion. Und schauen wir uns erstmal, was die in den Erläuterungen hier genau gemacht haben. Genau, das ist die Gleichung, die kennen vielleicht der ein oder kennt vielleicht der ein oder andere. Hier vereinfacht mit dem Faktor 56, hier nochmal ausgeschrieben. Ja, wir nutzen jetzt einfach mal diese Formel. Was haben wir hier? Beschleunigung ist gleich Kraft pro Masse. Also hier oben die Kraft, hier unsere Masse und die 2 mal d, quasi also d für die Dämpfung, die resultieren aus der Vergrößerungsfunktion. Also sprich, man nimmt an, man hat 0,7 Kilonewton, also 700 Newton, die die Person hat. Dann gibt es hier noch einen Fourier-Koeffizienten, in dem Fall 0,1. Hier, ja, ich würde jetzt zu weit gehen, das Ganze ausführlich zu erklären, verweise ich kurz auf unser Webinar mit diesen personeninduzierten Schwingungen bei der Fußgängerbrücke. Können Sie auch ganz leicht bei uns auf der Homepage finden.
Genau, also hier den Faktor 0,1 und hier den Faktor 0,4. Der ist nochmal quasi, weil wir nicht auf der Stelle laufen, sondern wir bewegen uns auf der Decke. Und das darf hier vereinfacht berücksichtigt werden mit dem Faktor 0,4. Wie gesagt, möchte man das Gehen komplett berücksichtigen auf der Decke, dann müsste ich so vorgehen wie in diesem Webinar mit der Fußgängerbrücke. Okay, sprich, als Masse muss ich jetzt hierfür ja 0,4 mal 0,1 mal 0,7 Kilonewton berücksichtigen. So, in dem Fall 0,1 sind 0,07 mal 0,4 sind 0,028, was ich jetzt hier berücksichtigen müsste als Last. Sprich, entweder ich ändere jetzt diese Einheitslast um oder ich nehme jetzt hier einfach den Faktor von 0,028 und lasse das damit gut sein. Ich kontrolliere es nochmal kurz, nicht, dass ich jetzt einen Rechenfehler habe. 0,1 mal 0,4 mal 0,7 sind 0,028 Kilonewton. Okay, soweit, so gut. Dann gehen wir ein Register weiter. Wählen das die lineare modale Analyse und definieren jetzt hier unseren Zeitverlauf. Sprich, ich wähle die Einheitslast und verknüpfe die mit diesem Zeitdiagramm. Nennen das auch nochmal Resonanzuntersuchung. So, ja, und hier muss ich jetzt quasi einen Zeitschritt finden, ja, mit dem ich diesen Resonanzfall abdecke oder darstellen kann. Muss man vielleicht ein paar Mal versuchen, bis man dann wirklich den Resonanzfall erwischt, weil wenn man die Zeit zu knapp wählt, kann es sein, dass sich die Decke noch gar nicht aufgeschaukelt hat und somit Resonanz noch gar nicht eintritt. Also ich mach jetzt hier für 10 Sekunden mit einem Zeitschritt von 0,01. Und noch ganz wichtig, hier hinten im letzten Register, die Dämpfung, die war ja mit 0,015, also mit 1,5% angegeben. Okay. Dann berechnen wir das Ganze und schauen mal rein. Die Beschleunigung haben die hier mit 0,064 Meter pro Sekunde Quadrat, muss kleiner 0,1 Meter pro Sekunde Quadrat je nach Verfahren sein. Also der Nachweis ist hier eingehalten. Wir vergleichen dann 0,064 mit dem Ergebnis aus Dynam. So, er rechnet jetzt gerade alle Zeitschritte durch. Hier hätte man vielleicht auch noch gröbere Zeitschritte nehmen können. Wird es nicht so lange dauern. Ist jetzt mal egal. Und werte dann entsprechend die Ergebnisse aus. Sprich, ich schalte hier um auf den dynamischen Lastfall und gehe hier unten in die Knotenbeschleunigung. Das ist jetzt noch zum Zeitpunkt t gleich 0. Deswegen lasse ich mir gleich automatisch die Umhüllende aus allen Zeitschritten anzeigen. Es dauert jetzt noch einen kurzen Moment, bis er alle Werte quasi hier zusammengewürfelt hat und dann hier in der Tabelle ausgibt. Okay, so, was sehen wir hier? Wir haben quasi den Knoten 17 und 18, das ist der hier und der hier, den wir untersuchen wollen, und haben jetzt hier 0,032 Meter pro Sekunde Quadrat, also genau die Hälfte. Gehen wir nochmal zurück in die Folie. Wir haben hier quasi 0,064, das Doppelte quasi. Ja, hier muss man einfach mal drüber nachdenken, was hier die Formel oder was hier gemacht wurde. Hier für die Masse wurde einfach berücksichtigt, okay, 0,5 mal L, ja, und 0,5 mal B, sprich für eine vierseitig gelagerte Platte, jetzt einfach als Annahme. Das ist natürlich nicht der Fall, weil wir haben in dem Fall das hier. Sprich, wir müssen einfach das Ganze, die Gleichung nochmal mit 0,5 multiplizieren, dann fällt das hier unten weg und ja, kriegt dann hier 0,5 mal 0,64 genau die 0,032. Also hier, ja, widerspricht sich das im Dokument. Also ist es nicht ganz klar in den Erläuterungen, ob es jetzt vierseitig gelagert ist oder nur zweiseitig gelagert. Aber hier nur nochmal als Erklärung. Also Sie können natürlich jetzt auch hergehen im Dynam, vierseitig lagern, die Eigenfrequenz nochmal rechnen, die Eigenkreisfrequenz kopieren, wieder einfügen und dann nochmal neu berechnen. Dann kommen Sie auch genau auf die 0,064. So, das dazu. Dann als Abschluss noch die Schwinggeschwindigkeit. Ich zeige Ihnen kurz noch die Eingabe. Hierfür ist es wichtig, also wir erstellen ein neues Zeitdiagramm, Einheitsimpuls. Ja, und hier ist es wichtig, dass wir einen Impuls erstellen, einen Einheitsimpuls mit einem Newtonsekunde quasi.
Wie der Verlauf aussieht, ob der jetzt quasi wirklich parabolisch ist oder rechteckig oder dreieckig, spielt keine Rolle. Also ich wähle jetzt hier einfach mal aus, 0 und 0. Dann wählen wir hier einfach einen kleinen Zeitschritt aus, 0,025. Und hier dann, ja, lassen wir den Wert einfach mal drin stehen. Und hier wählen wir dann 0,005 oder vielleicht würde es sogar eins weniger reichen und hier auch wieder auf 0 zurück. So, und jetzt muss dann einfach nur das Integral hier unter der Linie, das muss ein Newtonsekunden ergeben. Ich schaue noch mal kurz nach, damit ich nicht noch mal alles nachdenken muss. Ich habe es mir hier kurz vorbereitet. Ja, war es soweit in Ordnung. Jetzt müssen wir quasi nur noch diesen Faktor so bestimmen, damit wir die Einheitslast nicht quasi noch mal von 1 Kilonewton noch mal ändern müssen. In dem Fall sind es hier 0,4 Kilonewton. Also sprich, machen wir hier kurz die Kontrolle. Wir haben hier 0,0025 Sekunden quasi, dann mal den Faktor, also 1 Kilonewton mal 0,4 sind 0,4, sind 0,001 Kilonewton Sekunde, sprich genau 1 Newton Sekunde. So, und das würden Sie dann hier wieder verknüpfen. Einheitsimpuls, würden hier wieder die lineare modale Analyse machen und würden dann hier den Astfall 2 wieder mit dem Zeitdiagramm 2 verknüpfen. Hier müssen Sie dann wirklich sehr, sehr kleine Zeitschritte wählen, weil ja dieser Einheitsimpuls eigentlich eine, ja, wie sagt man, eine unendlich kleine Größe ist, ja. Von daher muss man sich hier ein bisschen rantasten. Also hier kann es durchaus sein, ich empfehle jetzt hier für das Beispiel vielleicht 0,01 Sekunden zu untersuchen und hier dann nochmal ein paar Nullen davor werfen. Vielleicht mal so vorgehen, um wirklich den Anfangsbereich direkt zu erfassen und abzudecken. Ich berechne es jetzt bewusst nicht mehr, weil die Ergebnisse mit den Ergebnissen aus den Erläuterungen nicht übereinstimmen. Hat einfach den Hintergrund, diese Formel für die Schwinggeschwindigkeit, hat ihre Gültigkeit nur bei Frequenzen größer 8 Hertz. Da wir hier kleiner 8 Hertz sind, werden wir niemals auf das Ergebnis kommen. Braucht aber eigentlich auch nicht zu untersucht werden in den Erläuterungen. Haben die das einfach der Vollständigkeit halber gemacht. Also würde man jetzt hier mehr Steifigkeit reinbringen, die Decke dicker machen, dann würde man auch irgendwann über die 8 Hertz kommen. Dann stimmen quasi die Berechnungen jetzt so, wie wir es hier hatten, wieder sehr gut überein. Also wenn ich über die 8 Hertz bin. Genau, das wollte ich Ihnen hiermit aufzeigen, speziell diese Nachweise für Resonanz und Einheitsimpuls, weil das doch immer Fragen waren, die bei uns in der Hotline auftauchen, wie ich das mit Dynamen berechnen kann. Natürlich, ich kann mir hier auch ganz einfach simple Excel-Tabellen erstellen und diese Faktoren, so wie es jetzt in den Erläuterungen ist, quasi analytisch berechnen, bin ich wahrscheinlich schneller, aber speziell jetzt mal für irgendwie komplexere Geschichten, wenn Sie irgendwie Flächen haben oder statische Systeme haben, die das nicht abdecken, dann ist natürlich die FEM-Berechnung unschlagbar. Ich habe es jetzt hier einfach nur aus Kontrollgründen an diesem einfachen Beispiel gemacht. Okay, dann bin ich soweit fertig für heute und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Gebe dann nochmal zurück zum Andreas und dann hören wir doch den letzten Teil von Andreas Niemeyer.